Servus und willkommen zu einer neuen Folge von C-Block im Factorio. Ja, wie man sieht, ich war ein bisschen hier rumgestanden und habe ein bisschen was durchlaufen lassen. Also diese Kiste hier ist voll, diese hier fast. Ich bin voller Steine. Wir können mal was machen in der Folge, hätte ich gesagt. So, dann haue ich jetzt erstmal die da alle rein und mache es immer schön brav, dass ich mal dies und jenes mache. Also 300 Stück können wir machen. Ich hätte mal gesagt, 100 hauen wir als erstes durch. Und dann machen wir hier gleich die nächsten 200. Der ist schon wieder voll. Weil wir hatten ja vor, das da oben zu erweitern, dass diese Dinge hier wegkommen. Da kann ich hier auch ein bisschen was machen. So, ich habe mir mal eine Fabrik gebaut. Und dann lasse ich hier mal nebenbei Woodpiles laufen. Da habe ich nämlich auch ein bisschen was gemacht. Nicht Woodpiles. Waren. Wieder. Da kann der mal laufen. Die können weiter grinden. So. Dann kriegst du jetzt den nächsten 200. Der ist fertig. Dann kriegst du den nächsten 100. Bin mal gespannt, wie wir das mal rauskriegen. Also eine komplette Kiste haben wir noch. Und den nächsten. Wie viel haben wir denn bis jetzt? 34 und 20. Also das heißt, wir könnten wirklich ein bisschen vorankommen. So, die hau ich mal da rein und die hau ich mal da rein. Also wir haben 1400 Stück davon. Und die haben wir noch 6400. Ja, so. Das könnte reichen, oder? Raus, weil ich möchte jetzt dann auch hier die nächsten 100 machen. Pi mal Daumen. Also wenn es 115 ist, mir das auch relativ. Und hier rein. Und wir sind bei 54 zu 37. So. R. Nochmal nach oben, zweiten. So, dann haben wir hier auch schon mal was. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Man braucht die Abwechslung. Okay, so. 20 Stück haben wir noch. Eins zu weit oben. Und zacke die. So, wenn ich jetzt noch eins nach oben gehen würde. Ich brauche erstmal. Brauchen wir Strommastis. Dafür brauche ich Woodbricks. Da oben konnten Bäume sein. Okay, dann heißt es wieder da was rein. Da was rein. Da was rein. Da die nächsten 104. Gut, dann heißt es jetzt. Halt, ich hab doch nochmal. Ich hab doch noch welche. Genau, ich brauch immer nochmal welche. Ich hab kein Kupfergabel. Es liegt am Kupfer.
Na, ist doch toll. Okay, geh mal raus hier und stell mal auf Kupfer um. Lass mal durchrollen. Genau, wir wollen ja die Mechanical Refinery als nächstes machen. Dafür brauche ich auch noch 20. Lass ich die jetzt mal komplett laufen. Und wir gehen nach oben und machen die nächste Reihe. Ja, jetzt ist halt die... Ne, ich mach's mal hier. Und dann gehe ich jetzt mal ganz brav hin. Mach's mal kleiner. Geh mal hier nach oben. Ich habe nämlich ein bisschen Holz, dann kann ich mir keinen Strommast bauen, weil ich ja immer noch Kupfer brauche. Und das habe ich gut gemacht. So, machen wir die nächsten 94. Wir brauchen mehr Land. Ich hätte mal gesagt, 5 von diesen lustigen Masten müssten auch schon mal wieder reichen. So, nehme ich dich raus, nehme ich dich raus, nehme ich dich rein. So, das heißt... Ist aber trotzdem nicht viel. Mal sagen, was man will. So, 60 Stück. Dann stellen wir dich um auf den da. Und dann rollst du auch schon mal los. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, dass das ungefähr eine Stunde hier war, die Ausbeute ziemlich schnell weg. Traurig. Okay. Machen wir jetzt nochmal 100. Aber wie gesagt, das für das, was ich sehr haben wollte, dass wir Landmasse vergrößern, dafür reicht es auf jeden Fall, weil sonst hätten wir jetzt dann noch ein bisschen länger da unten einfach nur blöd rumgestanden. So. Weil wenn ich jetzt hier diese ganzen Windturbinen weg habe, dann kann ich nämlich dann anfangen, sozusagen das da wenigstens zu halb automatisieren. Na, Kiste habe ich ja. Kommt das mit dem Greifarm da rein und dann kommt das gleich wieder raus. Ja, also dasselbe ist eigentlich auch da drüben. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das wechselst du jetzt mal bitte auf das da. Entschuldigung. Auf das da. Reinhauen. Go. So, Rummasten haben wir jetzt auch wieder. Und wir bewegen uns genau in die Richtung hin, wo ich hin will. Und zwar... Ich bin gleich out of Strommast. Und zwar jetzt. Dann heißt es jetzt für mich, ich habe die erste Reihe entfernt. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich auch die Windturbinen entferne und nicht
die Jungs da unten. Diese kleinen Verbrenner. So, jetzt haben wir 15 Stück. Erfolgreich den nächsten gleich verbaut. Jawohl. Ha! Geistert. So steht eigentlich hier keiner. Ach so, weil das ja. Nee, ich habe nichts gesagt. Ich war ganz ruhig, habe andächtig geguckt. Keinen Blödsinn von mir gegeben. Nein, nein. Das war jemand anders. Und go. So, dann heißt es jetzt wieder, wir machen da mal der Menge Plus. Jetzt. Ja. Dahin, und ich rutsche mal mit der Maus aus, genau. Und nochmal. Eins, zwei. Ja, vielleicht hätte ich noch ein paar Turbinen abgebaut. Dann kann ich auch was aufstellen. Also bei den Windturbinen sind wir jetzt schon beim zweiten Mal umbauen. Ich bin gespannt, wie oft das sie sind noch wegmachen. Aber eigentlich sollten sie ja irgendwann da oben stehen oder dann irgendwo stehen bleiben, wo sie mich einfach nicht mehr nerven. Und ich sie irgendwann auch sogar ignorieren kann und vergessen. Okay. Ja, weil ich muss nämlich jetzt auch noch aufpassen, weil sonst habe ich wieder keine Wind, keine Strommasten mehr. Momentan ist mir die ganzen Holzsachen noch zu teuer. Ja, auch wenn man es unendlich kriegen kann, ich weiß. Aber man muss ja, ne? Man muss ja nicht übertreiben. Du kannst raus. Du musst raus. Du kriegst neu. Machst auch noch mal 100. Das kriege ich euch nie weg. Vor allem, wenn der die ganze Zeit brav nachproduziert. Und die nächste Runde an Windturbinen weg. Also ich frage mich wirklich, habe ich die am Anfang kreuzig quer aufgestellt? Habe ich getrunken? Wie es aussieht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Runde. Ja, die stehen auch gut, das heißt. Es könnte noch einmal Landerweiterung sein. Ich habe die wirklich kreuzig quer aufgebaut, aber wie es aussieht, nur den mittleren. So, ich schau mal schnell, strommäßig, ja, reicht. Also das heißt, die kann ich abmontieren. Ohne dass mir der Strom flöten geht. So, perfekt. Ich lasse ich nochmal laufen. Gut.
ein. Du holst raus. Du kriegst was. Man den mal durchjagen. Lassen wir nochmal gleich 200 reinmachen. Gut. Und die 111 Landerweiterungen auch noch. Jo! Weitermachen, das da weg. Dann haben wir eigentlich schon mal die Windturbinen alle aufgeräumt. Und auch noch welche aufgestellt. Doch super. Bevor ich jetzt den nächsten. Punkte auf der Landmasse mache. Jetzt habe ich noch 26. Das sind immer 4, 6, 8, 8, 16 habe ich auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall nochmal. Haha, halt. Ja, also 5 davon auf jeden Fall. Aber ich könnte mal gucken. Nee, wie jetzt? Ja, genau. So passiert es. So passiert es, dass es auf einmal asynchron wird. 10 Stück kann ich jetzt noch aufstellen. Dann habe ich jetzt noch einen da. Habe ich jetzt noch 9. Und diese 9 packe ich jetzt einfach mal in eine Kiste. Das ist sozusagen die Notreserve. Ja, Papier haben wir auch ein bisschen. Mal raus. Mal raus. Pack mal rein. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal das. Kupferplatten haben wir auch noch mal. Das heißt, ich kriege da auch meine 20 Stück zusammen. Bin ich da schon mal glücklich. Dann baue ich jetzt mal dich ab. Da warte ich. Da kann ich schon mal die ersten 10 loslaufen lassen. Dann muss ich mal gucken, was für Maschine kann ich bauen. Also machen wir 1, 2, 3, 4, 5. 6 Stück. Ist egal. So, und auch von hier machen wir auch gleich mal 5. Ich will jetzt so ein Halbprovisorium, dass ich da wenigstens ein bisschen was automatisch machen kann, weil sonst werde ich hier irre. Aber ich muss erst warten, bis die Forschung fertig ist, weil ich möchte die natürlich dann auch fertig machen oder anbringen. Oh, dann gehe ich jetzt als erstes mal hin und erweitere die Insel auf der Seite. Ich darf noch nicht zu viel verwenden, weil ich weiß ganz genau, dass wenn ich nämlich zu viel von diesen hübschen Geräten da gebaut habe, dass mir der Strom ausgehen wird. Dasselbe ist auch mit denen da. Ich
mache jetzt erstmal Links- und Rechts-Erweiterung. Sonst habe ich noch 30. Das waren jetzt mal 300 Stück auf einen Schlag weg. Ich bin stolz auf mich. Okay, dann auch hier die rein. So, einen Baum haben wir ja auch. Der kommt dahin. Die ich nehme ich mit. Beim Holz bin ich mir immer noch nicht sicher. Die da sind auch fertig. Dann kann ich dich auf jeden Fall auch abbauen. Da nehme ich nochmal was raus. Dann habe ich 200. Dann kann ich mich laufen lassen. So, ich bin ja schon beim Überlegen, wo ich jetzt als nächstes dann hinmarschiere. Aber ich müsste eigentlich mal schauen, dass ich so schnell wie möglich Richtung Stahl laufe. Das heißt, ich brauche dann den Chemical Processing. Dann habe ich schon mal die Öfen, die wohl Stahl herstellen. Brauche ich sonst noch was? Nee, das ist eigentlich alles cool. Ja, dann hätte ich gesagt, dann rennen wir mal Richtung Stahl. Rennen ist gut. Stolpere Richtung Stahl. Also das werde ich öfters mal machen, dass ich dann einfach hier rumstehe. Bei C-Block gibt es wenigstens einen Vorteil. Man kann rumstehen, ohne dass einem was passiert. Ich sag, bis mir das mal ausreichend definitiv produzieren, dass ich auch sagen kann, okay, es juckt mich einfach nicht mehr, dass wir mal kurz warten oder beziehungsweise wir müssen nicht mehr warten, weil das Zeug sowieso überhand nimmt. Also 800 Kilowatt haben wir, 1,7 oder 1,8 produzieren wir, ne? 1,6, okay. 1,6 Kilowatt produzieren wir. So. Ich warte eigentlich nur, dass die Bar schon fertig wird. Schön. Davon. Ne, das lasse ich wieder weg. Dann machen wir mal das da weg. Die Kiste räumen wir auch schon mal auf. Ich muss jetzt halt gerade überlegen, wie ich das jetzt am blödesten mache. Weil ich möchte ja eigentlich, ich möchte immer so ein Vierer-Set bauen. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob ein Vierer-Set nicht, es geht nicht wirklich ausreichend, sondern es geht darum, ob das vielleicht sogar zu viel ist. So. Okay, dann bauen wir mal schnell das da ab. Oh, wir haben das geschafft und dann haben wir ja gesagt, wir machen jetzt als nächstes den Chemical Processing. Okay, so, und dann gehst du da rein. Du packst rein. Du packst raus. Du nimmst von unten, gibst auf die Seite. Das hätte ich zwar bei dem auch am liebsten gemacht. Ne, wobei, könnte ich ja machen. Ich bin erst knalli. Ja, ja, ist gut. Ja, ich wollte die Maschine nicht verstellen. Warum auch immer. Meine Maschinen. Die packe ich mal da unten hin. So. Thank you.
schön. Okay, also du nimmst von unten, gibst da rein. Und du nimmst von der Seite und gibst da rein. Und du machst mir die ganze Zeit bitte Zellulose. Dankeschön. Wow, dann heißt es jetzt, dann nimmst du von unten und packst es mir bitte in die Kiste. Hammer. Sehr schön. Dann brauchen wir sozusagen die nächste. Ja, okay. Da werde ich es wohl hoffentlich gerade hinkriegen, dass er das noch macht. Und dann heißt es, du machst jetzt aus dem Zellulose, machst du dann bitte die Pellets. Hervorragend. Und dann machst du das da. Heißt jetzt aber. Ja, ich merke gerade, ich stehe hier beschissen. Moment. Nein, ich bin nun mal wieder hochintelligent. Ich stelle einfach die Kiste hier hin. Dann kann ich jetzt sozusagen das da machen und das da machen. Du packst von unten und packst das da rein. Genau. Dann kann ich hier die nächste Maschine hinstellen. Und sag von dir, du nimmst das von unten und packst das da rein und machst da draußen mir die Pellets. Genau. So. Wenn das jetzt eine kleine Speicherkiste ist, da kann ich jetzt auch mal Holz nehmen. Ich packe ich dahin, weil ich will das Eisen gerade ein bisschen schonen. So, und dann machen wir dasselbe Spiel wieder hier. Und hier. Und ich brauche dich hier. So, und du magst mir jetzt die da. Und du gehst bitte von da rein. Und du legst bitte da ab. Da hat es nichts zu suchen. Danke. Kistenbandane, genau. Ich muss unbedingt schauen, dass ich so schnell wie möglich an Holz komme. Weil sonst werde ich irre. Was da an Holz jetzt schon wieder weggeht. Gut, also ich heißt, es heißt da, es ist. Es geht da rein, es geht da rein. So, jetzt habe ich ja eine Eisenkiste übrig. Das ist ja das, was ich wollte. Und ich brauche einen Knickarm. So, zuerst den da. Dann kann der schon mal jetzt anfangen. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine komplette Zellulose zu Woodbricks Strang gebastelt. Jetzt muss ich mal schnell was gucken. Und zwar, wenn ich dich jetzt aufstelle. Ich habe ja vorhin was gesehen. Ah, okay. Aus Holz. Ha. Also sozusagen, Maschinen können nicht aus der Luft Zellulose machen. Kann nur ich. Das heißt, ich habe den Zellulose-Atem dazu. Okay. Ich habe jetzt nur gerade gemerkt, ich bräuchte sozusagen ja, einen schrägen, wenn ich jetzt hier den zweiten Strang machen will. Oder einen Langarm. Weil ich sozusagen nicht an die Kiste komme, wie hier dem da. Ja, irgendwas ist immer, ne? So, dann heißt es jetzt,
Ich baue mal aus der Abteilung mir einen Ore Crusher. Der braucht es dann nämlich auch Strom und keine Kohle mehr. Das ist wichtig. So, dann hast du die Nummer 2. Achso, Mitteltaste. Bin irgendwie zu doof, Mitteltasten zu drücken. Ich weiß nicht warum. Ist so. Kriege ich irgendwie nicht gebacken. So, dann heißt es jetzt, du kommst weg. Dann brauche ich jetzt aus der Abteilung nochmal mindestens, ich mach 10. Dann heißt es jetzt, haha. Okay. Das ist doof. Achso, ich werde nur außerhalb der Reichweite sein. Ja, sehr schön. Gut. Dann heißt es jetzt für mich, ich brauche dich. Ich brauche davon 5. Geht nicht anders. Dann brauche ich Bänder, die Bänder packe ich mal hier hin. Die Underground packe ich da schon mal daneben. So, dann kommst du da rein. Sehr hervorragend, das sind hier gerade mal 3 Meter. Ich brauche ja noch mal einen. Ja, ich bin ja glücklich. Okay, also, dann gehst du so, so, so. Kommst da raus. Dann geht Mr. Knickarm hin. Und verteilt es nach unten in diese schöne, spannende Kiste hier. Das macht der da auch. Und dann heißt es, du gehst runter und packst es raus. Und du machst es dasselbe. Sehr schön. Und jetzt packt der es rein. So, mein Problem ist jetzt nur, den kann ich vergessen. Also ich schau mal, ob ich das jetzt anders hinkriege. Und zwar, ich packe dich jetzt mal hier hin. Was passiert, wenn ich jetzt dich so mache? Ja, du packst es auch unten hin. Da kann ich machen, was ich will. Aber dadurch, dass der jetzt das so macht, hat der andere wenigstens Chancen, ein bisschen was zu machen. Also ihr merkt, wenn es wirklich nur der viertelte Weg ist, dann, ne, der ist weitaus schneller als der. Das ist Käse. Also natürlich machen. Geht noch nicht anders. So, dann habe ich jetzt meine Fabrik. Meine Fabrik geht jetzt dann hier hin. Ich werde es aber jetzt schon bereuen, dass die jetzt da steht. Das weiß ich jetzt schon. So, dann heißt es jetzt, nee. Fabrik nicht drin. So, und zwar der Crusher. Und der Crusher macht das da. Gehst du jetzt hin und packst es von hier da rein. Genau. Ja, nächste Kiste. Und die muss definitiv so eine sein. So. Und du gehst dann nach oben. Und du kommst von der Seite.
da noch mal eine Eisenkiste hin. Da kann der nämlich jetzt schön brav aufräumen. So, dann habe ich hier ein paar Steinchen. Die habe ich hier auch. Und dann sind wir da schon mal weiter. So, okay. Dann nehme ich jetzt vom Ore Processing. Brauche ich jetzt gleich zwei. Und ich baue mir auf jeden Fall auch gleich eine Ore Sorting Facility. Bräuchte davon eigentlich auch zwei. So, wie geht's mit dem Strom? Ja, wir sind jetzt mittlerweile fast bei einem Megawatt angekommen. Das heißt, das wird auf jeden Fall auch demnächst spannender. 84 und da habe ich 190. Also ein bisschen was haben wir. Und das Spannende ist ja Verwendung. Also ich gehe dann am liebsten da draus Kompost machen, aber so weit sind wir noch nicht. Die meisten Sack kann ich halt nicht bauen, weil ich die Forschung dazu nicht habe. Und Papier herstellen wäre momentan, glaube ich, einfach nur Verschwendung. Das heißt, ich baue mal schnell nochmal eine weitere Eisenkiste. Was eigentlich auch Verschwendung ist, aber ich muss die rauskriegen, weil der muss arbeiten. Wenn ihr Ideen habt, ne, was man alles aus braunen Algen machen kann, wo man am besten dann hingehen soll, teilt es mir mit, weil dann kommen wir auch weiter. Ah, sehr schön. Also er hat jetzt sozusagen jetzt sein komplettes Inventar geleert. Das heißt, ab jetzt bin ich raus. Okay. Perfekt. Der kann jetzt versuchen, hinterher zu kommen. Also ab jetzt sind die langsamer als der da. Nochmal 200 Stück. Machen wir nochmal ein bisschen Land. Du bist wohl irre. Kannst du nicht mein teures Kupfer verwenden. Du bist wohl doof. Das hat man schon beim letzten Mal, glaube ich. Okay, ja, genau. Das war hervorragend ausgewählt. Du magst das und du magst das. Da rein und da rein. Nochmal. Ich weiß jetzt nicht, ob es... Du bist ja ganz klein. Süß, süße kleine Maschine. Ja. Es gab einen Pfosten, den ich nicht abbauen durfte. Ich habe ihn gefunden. Du bist groß, das Ding. Ich weiß, wo ich ihn nicht hinpacken soll. Ich pack mich dahin. So, wir schauen jetzt mal. Wir machen mal schnell den ultimativen Test. Und zwar den Test, ob ich einen Ofen habe. Kann ich mit Nein beantworten. Gewonnen. Na, das ist jetzt der Käse, weil wir brauchen jetzt dann auch noch die Steine für Steine. Ja, ich bin ja total glücklich. So, wir haben jetzt hier einen Ofen. Da kommt mal jetzt eine Kohle rein. Das ist ja egal. Und jetzt machen wir mal 1, 2, 3. 3 Stück. Ergeben. 2 Stück. Aus 3 macht 2. Oh. 1, 2, 3, 4. Da brauche ich jetzt 4 Stück. Und bekomme 2 raus. 5, 6, 7, 8. Habe ich 4. Okay.
Aus 3 werden 2. Aus 8 werden 3. Aus 3 von denen werden 2. Und da habe ich nochmal 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8. Naja, aus 4 werden 3. Aber ich brauche davon 8. Also das ist, glaube ich, wenn ich es so mache, besser. Und dann stelle ich dich um auf das da. Macht meiner Meinung nach mehr Sinn, das zu machen, weil momentan braucht, ja, ich weiß, dass ich teilweise das Eisen brauche. Aber ich muss es noch nicht herstellen. Das heißt, wenn ich jetzt dieses das herstellen sollte, dann habe ich ja auf jeden Fall genau. Ne, also wie gesagt, ich kriege ja so Kupfererz raus, was ich ja vorher nicht gekriegt habe. Also da mache ich auf jeden Fall einen Gewinn, einen Kupfergewinn. Und habe auch noch mein Crush Sephirite. Und wir möchten ja sozusagen, ich mache ja nicht umsonst jetzt gerade Stahl. Oder die Chemical Processing. Die könnt ihr mal reinschmeißen, weil dann könnt ihr schon mal anfangen. Mein Weg ist ja auf Stahl zu gehen. Und wenn wir dann Stahl haben, gehen wir auf Metallurgie. Und dann wollen wir Iron Smelting und Advanced Copper Smelting machen. Die zwei. Weil mit denen zweien kann ich dann das verbessern. Heißt aber auch wieder, ich muss schauen, dass ich das Zeug wieder produziere wie ein Kranker. Weil ich brauche Land. Also ich muss jetzt auf jeden Fall das nächste Mal das Land nach unten erweitern. Und seitlich. Ja. Also ich sag mal hier mindestens nochmal ein oder zwei. Und hier auf jeden Fall auch nochmal fast dasselbe wie hier. Also ich sag mal bis dahin, bis dahin. Und mindestens bis da runter. Also das heißt, wir brauchen auf jeden Fall... Ja, okay, wobei, was haben wir an Landmasse da oben aufgeschüttet? Ja, okay, so viel ist das nicht. Und das waren locker 500 Landflächen. So, das heißt, ich baue mir jetzt gleich mal eine zweite Eisenkiste. Das soll ja traurig sein. Restlichen 3. Dann zieh ich jetzt hier wieder die braunen Algen ab. Und wie gesagt, das sind nur Pufferkisten. Dass, wenn mal irgendwas passieren sollte, dass ich die immer noch dann wenigstens ein paar Stacks puffer, bevor die gar nicht mehr arbeiten. Also ihr seht auf jeden Fall, ne, dass die Grünalgen, die Grünalgenproduktion ist, für, dass ich hier was perfekt aufbaue, definitiv zu wenig. Also ich sag mal, eine zweite brauche ich Minimum und es kann sogar sein, dass ich noch eine dritte brauche. Damit ich genügend Produktion habe, dass das hier durchgehend läuft. Weil, wie gesagt, wir brauchen ja dann einen Ofen dahinter.
Und der Ofen soll ja dann sozusagen Kohle brennen. Und wenn wir das haben, dann können wir anfangen, Dampf zu generieren. Keine Sekunde Ehre. Gut. Also der produziert, da staut sich auch nichts. Das ist sehr gut. Also da sieht man auch, dass das Zeug abnimmt und nicht zunimmt. Das ist auch wichtig. Und wie gesagt, das Schöne ist ja, ich habe jetzt noch eine Kiste einstecken, sicherheitshalber. So, die schmeiße ich auch gleich da rein. So, die schmeiße ich da rein. Also wir haben jetzt hier sicherheitshalber zwei Kisten. Ich habe noch eine dritte einstecken. Das heißt, wenn die sozusagen voll ist, machen wir es gleich so. Ja, das heißt, ich habe jetzt drei Pufferkisten einfach mal hier rumstehen. Bin mal gespannt, wenn einer sagt, bloß nicht rumstehen, weil sonst wird irgendwas zu mächtig. Weil, wie gesagt, mit diesen kleinen roten Punkten hatte ich es noch nie zu tun. Ich hatte eigentlich mit ganzen C-Blocken noch nichts zu tun. Außer ein paar Folgen von anderen geguckt. Das könnte dann auf jeden Fall lustig werden. Vielleicht brauche ich dann Raketenabwehr oder so. Ich hoffe nicht. So, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal durchrechnen, ob was dann mehr Sinn macht. Aber ich war der Meinung, dass eigentlich am produktivsten es ist, Kupfer über den direkten Weg zu machen. Weil wie gesagt, da sind 3, 2. Und das macht erst Sinn ab dem Zeitpunkt, wo ich die komplett weiterverarbeiten kann. Beziehungsweise jetzt könnte ich es ja auch schon machen, aber das ist, ich sag mal, Notfallreserve. So, ich pack euch mal weg, dass ich die Notfallreserve auch nicht anlange. Ich bin mal gespannt, wann ich da noch eine zweite hinstelle. Ja, okay, jetzt ist aber nur eine. Ja, aber wir produzieren ja. Wir produzieren ja fleißig. Sehr schön. Also das heißt, Automatisierung ist ein bisschen geglückt. Landerweiterung ist auch geglückt. Strom ist umgezogen. Wir haben auch mittlerweile 1,1 Megawatt in Produktion. Ja, okay. 1,1 Megawatt in Produktion. Aber ich glaube, ich könnte auf 2 Megawatt hoch. Genau, ich könnte 2 Megawatt herstellen. Und habe einen. Also das heißt, ich könnte nochmal verdoppeln. Also das heißt, ich könnte hiervon. Ups. Ich könnte hiervon 2 Stück nochmal aufstellen und hiervon nochmal einen. Und dann könnte es immer noch reichen. Aber dann wären wir schon langsam am Limit. Ja, genau. Also, das heißt, wir produzieren fürs nächste Mal nochmal so solche schönen Steinchen hier. So, ich lasse mal die Maschine hier nicht die ganze Zeit leer fahren. Das wäre ja irre. Das wird aufgefüllt. Genau. Und dann lasse ich das ein bisschen produzieren. Und wenn dann, sagen wir mal, die und die Kiste mindestens voll sind, dann ja, dann schauen wir mal, dass es weitergeht. Weil dann machen wir natürlich dann noch Landerweiterung und weiter Steinchenproduktion.
Genau, und da hoffentlich auch dann Stahl. Ich könnte, ja, die lasse ich gleich noch produzieren. So, danke. Das sind jetzt dann nämlich 20 Stück, das heißt, das wäre der Stahl. Dann können wir nämlich das nächste Mal damit auch dann anfangen, diese zu erforschen. Sehr schön. Also wie gesagt, wenn ihr feststellt oder wisst, aus welchen Produkten man gut welche anderen Produkte machen kann, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Wenn sie euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir auch bitte in die Kommentare, warum es euch nicht gefallen hat. Für alle, die wohl neu auf meinem Channel sind, würde ich mich über ein Abo freuen und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dass ihr auch mitkriegt, dass es neue Folgen gibt. Und dann gibt es nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.